verstehe das nicht. Wieso tust du mir das an? Warum ich? Wohin reisen? Verstehst du nicht? Es ist nichts mehr übrig! Oh, wie konntest du... Was? Was meinst du mit die Kluft flicken? Vielleicht habe ich keine Lust. Ha? Schon mal daran gedacht? Jo, da sind wir noch wieder. Diesmal, ne, auf Dyrise. Oh, kein Strom? Das nenne ich ein verdammtes Déjà-vu. Ja, ich bin zwar was erkältet, wie man vielleicht hört, aber ich zieh das einfach mal, ne? Mach mal einfach mal. Die Energiefelder stören meine Kommunikation nicht länger mit elektronischen Geräten. Du wirst mich hören und solltest zuhören. Ja, was macht man denn am besten? Also wir machen auf jeden Fall erstmal einen Blick des Drachen. So. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das hier überhaupt anständig hinbekomme. Ich habe jetzt länger kein COD gespielt. Wegen GTA 5. So. Ich werde es einfach hier lassen und das hier mitnehmen. Die Dyrise-Trophäen sind eigentlich alle relativ einfach. Oder das andere. Also da können wir relativ viele in dem einen Part direkt machen. Manchmal reichen zwei Hände nicht aus. Gibt halt nur wieder eine Trophäe, wofür man auf jeden Fall ein bisschen braucht. Es gibt eigentlich auf jeder Map immer so Aufgaben-Trophäen. Eine davon hat irgendwie immer was mit der neuen Wunderwaffe zu tun. Sieht nicht nach viel aus, aber es könnte nützlich sein. Und, dann kommen noch die Teile dazu, die eine Aufgabe, die immer, ja, etwas schwieriger ist. Ja. Das also bei Transit oder das ist zum Beispiel andere. Das mit dem alles öffnen, okay, ohne anfangen zu brennen. Das. Sieht nicht nach viel aus, aber es könnte nützlich sein. Davon gibt es hier auch eine. So. Ja, ihr seht schon, wir bauen einfach als erstes die Dampfschleuder. Ha! Sieh sich das einer an! Ich war schon immer gut darin, Dinge zu reparieren. Das Schöne ist halt, wir können uns erlauben, hier eine Menge einfach so zu machen, die im Endeffekt immer aufs Gleiche hinausläuft. So, schleudern wir uns hier nämlich mal rüber. Und im Einzelspieler ist der Quick Revive Automat ja an. Medaillen sind mir egal. Für mich zählt nur der Spaß. Oh, wo ist sie? Och. Ist jetzt irgendwie? Scheiße. Okay, warum bist du gestorben? Ach, da ist sie doch. Okay, perfekt. Dann soll es mir egal sein. So, wir müssen wieder hoch. Oder wir fahren wieder hoch. Mit dem Automat können wir es, ja? So. Überlegen. Also. Nach sowas habe ich mich schon lange gesehnt. Und gehen runter. Will ich das so machen? Ja, will ich. Okay. So.
Ich versuche einfach mal nicht die Bank zu benutzen, weil, boah, ja, ne? Warum? Hab ich hier was drin? Nee. Na, scheiß auf Zufälle, ich nehm das hier! Sich zurück. Die Sonne blendet leider gerade ganz beschissen auf meinen Screen. Nur gucken, nicht anfassen. Muss ich zur nächsten Folge wieder was zum Tun. Oh, denk nicht mal dran. Dyrus ist sowieso nicht meine Lieblingsmap. Wer etwas anfasst, muss mit den Konsequenzen leben. Dyrus spiele ich echt am liebsten. Ja, bevor ihr euch fragt, ich mach den Strom nicht an. Nö. Nö. Mach ich nicht. Mach ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Ich suche aber die Teile für den Slicker. Alle unten anscheinend, okay. So. Gib mir den Fuß. Brauchen wir sowieso nicht viel. Nur darum, die zu töten. So. Das könnte schon wieder eine... Oh, so lange Folge jetzt nicht. Also bis Runde 10 müssen wir halt spielen. Für die von euch, die die Trophäen halt nicht kennen... was ich jetzt noch mache, ist bis Runde 10 spielen, ohne den Strom anzumachen. Hast wie angegossen. Wurde es nicht danach aussieht. 5 Kills auf einmal mit dem Slickbefeier. Ich glaube 10 Kills mit der Dampfschleuder. Sieh sich das einer an. Und ich war schon immer gut darin, Dinge zu reparieren. Ich bin total leer geschossen. Deine Augen leuchten. Problem ist, wofür genau wir uns da dafür hinstellen, das weiß ich noch nicht. Das muss ich noch mal in Ruhe überlegen. Nur den einen Train ausschalten. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht sterben. Das lasse ich mir nicht bieten. So, das kann man gleich machen. Hier hinten rum. Nee, können wir nicht machen. Ich brauche das Geld. Kratzt du mich? Dann kratze ich zurück. Maximale Munition! Wow, mehr geht wirklich nicht! Ah, der ist unten. Wo ist der? So.
gehen wir uns nämlich mal in die AKU holen. Achtung! Diese springenden Mistviecher kommen wieder! Entwickeln sich diese Dinger weiter? Oder sind das ganz normale Mutationen? Ja, ich schieße sie natürlich ab, weil ich habe eh keinen Strom an. Park bekomme ich sowieso nicht. Maximale Munition! Voll bis oben hin! Jetzt muss ich es halt schaffen, die hier ein bisschen kurz zu trainen. Leider noch mit das Schlimmste. Ja, war zu erwarten. Schade, schade. Okay, dann müssen wir nächste Folge machen.